Nach diesem Video wirst du genau wissen, was eigentlich wirklich dein Antrieb für dein sehr gutes Abitur ist und wie du genau dieses Verständnis darüber auch für dich nochmal aufwerten kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und in diesem Video wirst du erfahren, was eigentlich wirklich dein Antrieb ist, warum du überhaupt so ein gutes Abitur schaffen möchtest und wie du das Ganze auch für dich nochmal besser nutzen kannst. Wenn man bei uns ins Traumabitur-Coaching kommt, dann bekommt man bei uns in den Online-Modulen mehrere Videos. Und eins der allerersten Videos und allerersten Übungen ist es herauszufinden, warum mache ich das Ganze eigentlich? Ja, und es ist eine extrem revolutionäre Übung, die bei vielen von unseren Coach-Teilnehmern am Anfang des Coachings so sagt, wow, krass, so habe ich mich nie damit befasst. Verändert ganz, ganz viel für mich, weil der Punkt ist der, alle Dinge machst du aus irgendeinem gewissen Grund. Ja, wenn ich nicht den Grund weiß, warum du es tust, dann wirst du entweder in eine Richtung laufen, die du eigentlich gar nicht gehen möchtest und oder du wirst nicht so viel Motivation daraus schöpfen können. Und dementsprechend einmal kurz, kann ich jetzt nur anreißen, ja, bei uns im Coaching ist es nochmal wesentlich detaillierter und genauer erklärt, aber jetzt nur mal grob. Es gibt grundsätzlich immer eine positive und es gibt eine negative Motivation. Positive Motivation bedeutet, okay, ich sehe etwas und ich möchte dorthin kommen, ich habe Bock, ich will, das ist eine Hinzu-Motivation, sagt man in der Psychologie auch, ja. Oder das ist eine negative Motivation im Sinne von, ich will das nicht, ich will das vermeiden. Das ist eine Weg-von-Motivation. Und was extrem entscheidend für dich ist, ist, wenn du jemand bist, der viel lernt, sagt, er will unbedingt dieses Abi schaffen und ganz gestresst ist, dann liegt das meistens daran, dass du einfach zu einem sehr großen Teil eine negative Weg-von-Motivation hast, statt eine positive Hinzu-Motivation. Denn viele haben in der Oberstufe ein bisschen Angst, boah, wenn ich jetzt hier nicht 15, 14, 13 Punkte schreibe, dann habe ich Punkte verloren. Ja, ist immer so ein Mangeldenken, ich verliere da irgendwas. Auf der anderen Seite, was ich ganz stark für mich umgesetzt habe, irgendwann in der Oberstufe und dann gemerkt habe, wow, so hast du keinen Stress mehr, aber noch mehr Motivation, ist diese positive Hinzu-Motivation einzubauen. Das bedeutet, du sagst dir, hey, ich sehe das alles wie eine Punktjagd. Ich habe Bock, hier einfach möglichst viel rauszuholen. Ich habe Bock, ein 1er-Abitur zu schaffen. Ich habe kein Problem damit, wenn ich es nicht erreiche. Ich fühle mich da nicht wie ein Versager und so weiter, aber ich habe für mich einfach Bock, dieses Abitur zu erreichen. Und für ganz viele von euch ist es eben so, dass ihr euch sagt, dass ihr zwar sagt, ihr wollt ein Abitur schaffen, aber eigentlich habt ihr nur Angst davor, es nicht zu erreichen und euch dann hart ausgesprochen wie ein Versager und wertlos zu fühlen. Ja, wenn wir da, habe ich jetzt mehrfach mit so vielen Coach-Teilnehmern durch, am Ende kommt immer einer dieser zwei Punkte. Entweder, wenn ich das nicht erreichen würde, würde ich mich wertlos fühlen oder wie ein Versager fühlen. Und das ist einfach nur negative Weg von. Ihr wollt weg von diesem Gedanken, von diesem Szenario, dass es so kommen könnte, kommen und macht deswegen so viel und habt deswegen auch das Gefühl, dass es nie genug ist, weil ihr immer panisch versucht, davor wegzurennen. Und wenn du merkst, hey, ich habe viel mehr negative Weg von Motivation anstatt wirklich positive hinzu Motivation, dann ist es sehr wichtig für dich, dass du das Ganze umwandelst. Denn du wirst, wenn du viel positive Hinzu-Motivation hast, wirst du trotzdem Bock haben, Gas zu geben, du wirst trotzdem richtig viel machen und so weiter, ja. Aber du wirst Lust daran haben, du wirst Spaß daran haben, du wirst dich nicht stressen, weil du wirst einfach, yeah, ich habe Bock, das zu machen. Und auf der anderen Seite, wenn du wirklich merkst, hey, scheiße, ich habe da viel negative Motivation, du wirst immer nur, oh nein, oh mein Gott, ich muss das noch, das werde ich versagen und ich, oh Gott, die Prüfung und so weiter. Ja, und dieser Shift, ja, ist super, 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 super wichtig, dass du den für dich machst. Wie du den konkret machst, bringen wir dir im Coaching bei. Dazu gerne einfach auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung oder auf den ersten angepinnten Kommentar klicken. Da kannst du dich bewerben und eintragen und kannst dann eben auch von unserem Team beraten werden, wie wir genau diesen Shift eben für euch möglich machen. Ansonsten würde mich jetzt gerade an dieser Stelle noch sehr stark interessieren, was würdest du sagen, motiviert dich wirklich einfach ein richtig gutes Abitur zu schaffen? Warum sagst du, hey, ich habe wirklich Bock, das zu schaffen? Was ist deine positive Motivation? Was ist vielleicht auch deine negative Motivation? Was wäre für dich schlimm daran, kein 1er-Abitur zu schaffen? Ja, nicht den Schritt zu erreichen, den du dir vornimmst. Und was ist das Ziel, wo du sagst, genau deswegen will ich hin? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was euch antreibt, was euch bewegt, würde mich super stark interessieren. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.